Und zwar, es ist wirklich ein Prinzip. Wir sind ein Prinzip. Wir Menschen funktionieren nach einem Prinzip. Unser Universum funktioniert nach einem einzigen Prinzip. Ich weiß, es gibt da die hermetischen Gesetze, wo dieses eine Prinzip in unterschiedliche Perspektiven aufgeteilt worden ist. Aber letztendlich ist alles ein Prinzip. Wir sind ein Prinzip, du bist ein Prinzip. Unsere Welt, unser Universum funktioniert nach einem Prinzip und das ist das Prinzip der Energie. Hier herrscht das Prinzip der Energie. Energie ist Information. Information, unsichtbare Information. Also das heißt, Energie und Spiritualität ist das Gleiche. Nur was die Menschen aus Spiritualität gemacht haben, was sie da alles rein interpretiert haben, was sie da für Anforderungen und Bedingungen rein interpretiert haben, entspricht nicht dem Prinzip der Energie. Das Prinzip der Energie ist so simpel. Es ist ja oder nein. Es ist da oder es ist nicht da. Ich habe einen Fokus drauf, die Energie fließt oder halt nicht. Und das ist diese simple Mechanik, dieses simple Prinzip unseres Universums. Nur unser Kopf ist natürlich gefüllt mit Analyse, mit logischen Zusammenhängen, dass wir oftmals nicht in der Lage sind zu erkennen, was diese Analyse und diese logischen Zusammenhänge mit unserem Kopf, mit unserer Energie macht, weil unsere Energie entsteht in unserem Kopf. Das ist unser Generator. Das ist das, womit wir ausgestattet sind, wo wir in der Lage sind, Energie zu fokussieren, Energie zu beamen. Aber je komplexer wir versuchen zu denken, zu analysieren und Zusammenhänge zu begreifen und Rückschlüsse zu machen, desto schwieriger wird es für uns, das Essentielle zu tun, das Eigentliche zu tun. Und das ist, Energie auf ein Bild, auf eine Vorstellung, auf einen Seinszustand, in ein Bewusstsein reinzubeamen, das wir tatsächlich auch haben wollen. Und das ist so fantastisch, wenn wir das zurückreduzieren können, wenn wir uns zurückreduzieren können, wenn wir uns zurückreduzieren können als energetische Generatoren. Mit all unseren Fähigkeiten, mit denen wir ausgestattet sind, einfach zu akzeptieren, ich bin ein energetischer Generator. Das ist alles, was ich bin. Und meine Emotionen zeigen mir nur, was für eine Art, was für eine Qualität von Energie ich gerade generiere für das Feld, für mein Bewusstsein, für meinen Lebensraum, für mein Universum. Und wenn ich mich schlecht fühle, dann ist es eine klare Information, die sagt, ui, dein Generator ist gerade auf etwas ausgerichtet, was du eigentlich gar nicht haben willst. Dann kann ich diese Information nehmen und wenn ich dieses Prinzip verstanden habe, wenn ich verstanden habe, wie ich funktioniere, wie es bei mir abläuft, welche Tasten ich bei mir selber drücken muss, welche Trigger ich brauche, damit die entsprechende Energie ausgesendet wird. Und das ist eben nun mal eine individuelle Angelegenheit. Und deswegen kann es jeder für sich, muss er einen Weg finden, wie er dieses Prinzip anwendet. Es ist genauso wie beim Training für den Sport. Kein Sportler braucht dasselbe, um zu den erwünschten Leistungen zu kommen, die er sich vorstellt. Jeder Sportler ist individuell und braucht eigene
eigenen Trainingsbedingungen. Der eine braucht mehr Training, der andere braucht mehr Ruhephasen, der andere braucht mehr mental, der andere braucht mehr mental in den Körper, der andere braucht mehr polysportiv, der andere braucht so und so. Aber das muss eben jeder für sich selber rausfinden. Und das ist dieses Spannende in diesem Leben, weil wir kommen alle mit einer, sag ich mal, egoistisch, ego-designten Struktur hier an, weil wir sind quasi dieses unbeschriebene Blatt. Das wird erstmal schön gefärbt und programmiert und konditioniert. Und dann machen wir Erfahrungen im Laufe des Lebens, bis wir an einem Punkt angekommen sind, wo wir sagen, no more. Bei mir war es genauso. Ich habe gesagt, mein Leben wird geil oder ich will es gar nicht. Und das war so eine wichtige Entscheidung für mich, dass wenn ich weiß, ich kann es geil haben oder ich kann es gar nicht haben, ich kann mich tatsächlich dafür entscheiden, habe ich mich natürlich dafür entschieden, ich will alles dran setzen, dass dieses Leben hier, diese Lebenszeit geil wird. Und diese Entscheidung muss jeder irgendwann mal für sich treffen. Und dann geht's weiter. Dann finde ich das heraus, wer ich bin, wie ich wirke. Dann merke ich, dass ich von einem Haufen von Lügen konditioniert worden bin in einen Seinszustand, der heißt, du bist nicht gut genug. Du bist nicht gut genug. Und ich versuche aus einem Seinszustand, der mir die ganze Zeit sagt, ich bin nicht gut genug, ein gutes Leben zu kreieren. Und das ist fatal. Das macht krank, das macht kaputt, das powert aus, das macht unglücklich, das macht einsam. Das ist alles das, was dazugehört. Wenn ich nicht gut genug bin, dann habe ich ein Leben, das mir immer wieder sagt und spiegelt und zeigt, wie schlecht ich bin. Und der einzige Ausweg ist der Weg zurück in den Seinszustand, in das eigene Bewusstsein, in das eigene Ich Bin. Ohne Schnörkel, ohne alles. Ich Bin ist eine Definition von mir. Ich habe eine Definition von mir bekommen. Ich habe sie ungesehen angenommen, habe sie analytisch, logisch untermauert, das bin ich. Logisch, das bin ich schon immer gewesen, das war ich, ich kenne mich gar nicht anders, so muss ich also sein, weil meine Eltern sind so und ich komme da und daher und meine Lebensumstände waren so und so, also bin ich. Es gefällt mir aber nicht, wie ich bin. Es hat mir nicht gefallen, nicht gut genug zu sein. Es hat mir nicht gefallen, zu strugglen und zu kämpfen, um alles irgendwo, irgendwann mal so zu haben, wie ich es gerne hätte. Es hat mir nicht gefallen. Also muss ich das Ganze wieder reverse engineering. Und zwar von dem Moment her, ich bin so, wie es mir gefällt, wie es für mich angenehm ist. Ich bin die, mit der ich gerne Zeit verbringe. Ich bin die, die ich gerne achte, liebe, ehre, unterstütze. Ich bin die, weil eine andere will ich nicht sein. Ich habe keinen Bock drauf. Das fühlt sich nicht gut an für mich. Also muss ich anfangen von einem neuen Ich Bin. Und dann muss ich den ganzen Prozess zurückmachen, den ich vorher vorwärts gemacht habe, bis zu dem Ich Bin Scheiße. Muss ich jetzt anfangen, okay, wenn ich aber jetzt super bin, wenn ich jetzt liebenswert bin, wenn ich jetzt das Beste verdient habe, wenn ich jetzt wertvoll bin, mit welchen logischen Ansichten, Aspekten, Denkmustern, Rückschlüssen, Überzeugungen muss ich denn das untermauern, damit ich sagen kann, okay, ich bin. Weil so funktioniert mein Verstand, so funktioniert meine Kreationsmaschine, die braucht das. Die muss aber zuerst verstehen, wie funktioniert das Prinzip? Warum machen wir das? Das nenne ich immer Verstand in den Boot holen. Sag, warum machen wir jetzt den Prozess? Warum ist jetzt das die Arbeit? Eine ganz, ganz andere Arbeit, die uns
auf uns selbst zurückwirft und nicht irgendwo im Außen versucht zu kontrollieren und zu manipulieren und irgendwelche Situationen, Dinge und Menschen zu verändern, sondern diese Arbeit wirft mich auf mich zurück. Und das ist diese Arbeit, die nenne ich Inner Healing. Inner Healing ist der Prozess, wo ich von diesem einen Ich bin, scheiße, krank, nicht gut genug, in dieses neue Ich bin, in diesen neuen Seinszustand, in dieses neue Bewusstsein. Und was heißt neu? Es ist für meinen logischen Verstand neu, aber es ist eigentlich das, was ich wirklich bin. In mein altes Bewusstsein wieder zurückkomme und da stabil bleibe, weil ich mich trainiert habe darauf. Und diese Stabilität kommt, wenn mein Unterbewusstsein das als wahr angenommen hat. Wenn mein Unterbewusstsein, mein neues Ich bin, angenommen, gefressen, als einzige Wahrheit angenommen hat, weil ich so lange überzeugend gewirkt habe, dass es logisch und klar ist, dass mein wahrhaftiges Design ein göttliches ist und nicht ein menschliches, beschränktes, festgelegtes, logisch zusammenhängendes ist. Mein wahrhaftiges Design kann von mir bestimmt werden, weil ich ja Energie bin. Ich bin die Energiemaschine und ich bestimme, welche Energie meine Maschine hier produziert, sodass ich im Außen das reflektiert bekomme, was sich für mich so gut anfühlt, was ich für richtig empfinde, was ich für göttlich empfinde, was für mich die perfekte göttliche Ordnung ist, was meinen Wünschen entspricht für diese Welt, fürs Zusammenleben, fürs Erleben, fürs Erfahren, fürs Genießen. Und diesen Transformationsprozess, den muss ich komplett durchgehen. Sonst habe ich immer wieder Schwierigkeiten. Sonst habe ich immer wieder Ausnahmen, wie alle anderen Modalitäten, die immer wieder eine Ausnahme haben. Aber ich habe keine Ausnahme in meinem Sein. Es gibt keine Ausnahme. Es ist immer ich bin immer das, was kreiert. Ich bin immer die Generierung der Realität. Ich generiere meine eigene Realität aus meinem für mich angenommenen Seinszustand. Ob das bewusst ist oder ob das unbewusst ist, das ist im Prinzip völlig egal. Deswegen muss ich in dieses bewusste Wissen, in dieses bewusste Sein eintreten, dass sich Dinge stabil und permanent für mich in meinem Leben verändern können, damit sich mein ganzes Leben permanent und stabil genau so aufstellt, dass ich in der Mitte stehe und sage, das ist geil, das ist geil, das gefällt mir, das ist super, so will ich es haben, genau so, so sind meine Beziehungen, so ist mein Business, so ist meine finanzielle Situation, so ist mein Geld, so ist meine Liebe, so, genau so, weil ich so bin, weil das mir entspricht, weil ich so bin, reflektiert sich im Außen mein Leben so. Und das ist die Basis, die du verstehen musst. Und jetzt kommt natürlich der erste Schritt der Umsetzung. Das ist jetzt das Verständnis, aber jetzt kommt Anwenden, jetzt kommt diesen Seinszustand reinknallen, unwiderruflich, immer wieder. Und da kommen Sachen auf, da ploppen genau diese Trigger, diese Verletzungen, diese Vergangenheit, diese Traumata, die ploppen auf und die muss ich aus meinem neuen Seinszustand betrachten und in dem Moment, bam, verschwinden die. Die gehen zurück in die Vorstellung, in die Energie, ins Nichts. Aber das zu erlauben, ohne Hokuspokus, sondern einfach so sonnenklar zu sagen, ich habe einen Seinszustand kreiert aus meinem alten, kleinen, angstvollen Ich und der hat mich traumatisiert und jetzt reverse-engineere ich das
aus dem Zustand, wo ich weiß, was ich wirklich bin, wer ich wirklich bin, als absolut hundertprozentiger Schöpfer. Schöpfer ist nichts anderes wie jemand, der die Energie generiert, die sich nachher im Außen manifestiert. Und das bin ich immer. Und dieser Seinszustand, der die Scheiße erschaffen hat, der war da. Und ich habe gemeint, das ist mein Leben. Ich habe gemeint, das ist meine Wahrheit. Ich habe gemeint, das bin ich. Ich habe gemeint, das gehört zu mir. Und es hat damals zu mir gehört. Aber ich habe gemeint, ich kann es nicht verändern, weil ich ja festgenagelt bin in dieser Patricia, die damals geboren wurde von einer Mutter, die Alkoholikerin war, die ihr Leben nicht im Griff hatte und so weiter und so fort, die ihre Kinder nicht betreut hat. Jemand, der sich selber erziehen musste. Und ich habe versucht, Erziehung so für mich zu machen, indem ich andere im Außen beobachtet habe, wie die sich miteinander unterhalten, miteinander waren. Und ich habe immer gedacht, ich bin der totale fucking Alien, weil ich nicht in der Lage bin, so zu sein. Aber ich war nicht in der Lage, so zu sein, aus dem Seinszustand heraus, den ich dachte, der ich bin. Und ich musste komplett sterben. Komplett sterben, mein altes Ich musste sterben, es ist mausetot. Viele Dinge, die mit diesem alten Ich verbunden waren, die sind auch mausetot. Aber das ist in Ordnung, wenn ich den Prozess verstehe. Da darf ich natürlich nicht denken, ja, Familie ist Familie und bla 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 bla. Da muss ich genau das für mich erfüllen, mir geben, was ich brauche für diesen Prozess der inneren Heilung. Das heißt, dass ich mein aus dem unheilen Zustand in meinen absolut hundertprozentigen heilen Zustand komme. Und dieser heile Zustand, der zeigt sich in meinem Körper, der zeigt sich in meinem Leben, der zeigt sich in meinen Beziehungen und letztendlich zeigt es sich in meinen Finanzen. Und ich muss dieses komplette Package bearbeiten, weil aus meinem Seinszustand entsteht alles. Und wenn ich da diese Inner Healing Geschichte nicht mache, nicht abschließe oder nur halb mache oder nur phasenweise mache, wird es mir immer wieder das Leben die Faust in die Fresse hauen, weil ich nicht weiß, wie ich außen handle, weil ich denke, ich muss außen handeln, weil ich nicht weiß, dass außen nur Information ist. Viele sagen, außen ist Illusion, aber das hilft mir nicht. Es ist Information von dem, was in meinem Inneren abgeht. Und diese Information ist wertvoll, die brauche ich, sonst kann ich nicht arbeiten, sonst kann ich nicht wachsen, sonst kann ich nicht transformieren, sonst kann ich nicht heilen. Aber ich muss sie lesen können und sie nicht so lesen, dass ich es mir immer wieder als ich bin nicht gut genug, ich habe wieder einen Fehler gemacht, ich habe wieder versagt, abhole. Und das sind diese Sachen, ja, wenn ich mir etwas vornehme und es wird nur halb so gut oder es klappt nicht ganz, also ich will was verkaufen, ich will ein Mastermind, ein Programm. Ich habe ja viele Klientinnen, die sind auch Coach, Heilerin, Beraterin und es klappt nicht. Dann heißt es nicht, dass ich etwas falsch gemacht habe. Das heißt einzig und allein, ich bin noch nicht die erfolgreich auftritt, erfolgreich Sachen anbietet, erfolgreich wirkt, so wie sie das haben möchte. Das ist die einzige Information, dass ich noch nicht glaube, dass ich diesen Seinszustand in mir noch nicht genagelt habe. Mehr heißt das nicht. Mich verlassen Menschen, mich verlässt mein Liebhaber. Ich habe niemanden, ich bin einsam. Wenn ich sage, ich bin, dann ist das mein Seinszustand. Und solange ich erkenne, dass ich die bin, die etwas nicht hat, dann bin ich die, die etwas nicht hat. Und das zu transformieren, das bedeutet, sich absolut aus dem Außen rauszunehmen und nur diese innere Heilarbeit zu machen, dieses Inner Healing. Und diese Arbeit ist Ärmel hoch. Ganz sicher mache ich es. Ganz sicher gehe ich durch. Ganz sicher gehe ich zum Ende, ganz sicher wiederhole ich so lange, bis ich es begriffen habe. Und deswegen ist diese Inner Healing Ausbildung für mich die absolute Basic, die ihr machen müsst, wo ihr dieses Verständnis braucht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieses
ausnahmslose Verständnis der Funktionsweise von mir alleine, von keinem Menschen, so klar, so unnachgiebig gelehrt wird wie von mir. Weil viele andere haben immer noch die Ansicht, dass es ein Universum außerhalb von mir gibt, dass es ein Universum gibt, das selber Ideen hat, das selber Intentionen hat, die gegen mich sind. Dieses Universum generiere ich, das bin ich. Die Energie ist intentionsfrei. Energie ist ohne Wertung, das ist wertfrei. Energie ist absolut high vibration. Energie kann ich nicht dämmen. Sie ist immer da in der gleichen high vibration. Ich kann nur meinen Fokus verändern, so dass es laserscharf ist oder dass es breit ist wie eine Gießkanne, weil ich die ganze Zeit das brauche ich noch, oder bam, das bin ich, das ist mein Leben, bam, nichts und niemand kann mir irgendetwas anderes wahrmachen. Und dann habe ich diese Wurzeln in meinem Seinszustand und kann anfangen, hier groß zu denken, groß zu kreieren, groß zu manifestieren. Aber ich muss diese Größe in mir selber verankern. Weil die Größe ist da. Und viele sagen, ich habe Angst vor meiner eigenen Größe. Ja, weil du sie nicht managen kannst, weil du sie nicht kennst, weil du sie nicht verstehst und mit dieser ganzen Power zerstörerisch wirkst. Beziehungen zerstörst, deine Zukunft zerstörst. Und als allererstes fangen wir an, unseren Körper zu zerstören. Mit schlechter Behandlung, mit schlechtem Essen, mit schlechtem Treatment. Einfach komplett. Wir verachten unseren Körper, weil wir unseren Seinszustand verachten. Und es zeigt sich und manifestiert sich in unserem Körper. Und nachher ist er krank. Das ist alles, warum ich krank werde. Ich werde krank, es ist scheißegal, Rüdiger Dahlke und so weiter und so fort, was es alles sagen will. Fakt ist, ich bin krank, ich bin unheil, ich bin nicht gut genug. Das ist alles, was mir alle Krankheiten dieser Welt mitteilen wollen. Hey, du glaubst, du bist nicht gut genug. Du glaubst, du kannst es nicht. Du glaubst, du musst irgendwas machen, erfüllen, jemanden etwas gefallen und so weiter und so fort. Das heißt Krankheit. Das heißt Misserfolg. Das heißt Unglück. Das heißt Einsamkeit. Die Basisinformation ist, du bist überzeugt davon, du bist nicht gut genug, dir fehlt irgendetwas, du hast irgendetwas nicht, du kannst irgendetwas nicht. Und solange du das glaubst, wird dir da draußen der Spiegel vorgesetzt und es wird dir reflektiert. Das ist alles, was Krankheit ist. Das ist alles. Das ist alles, was Armut ist. Das ist alles. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Da musst du nicht so weit gehen und sagen, warum habe ich jetzt diese Krankheit? Was will mir diese Krankheit sagen? Diese verdammte Krankheit will dir sagen, du glaubst, dass du nicht gut genug bist. Das will dir jede Krankheit sagen. Und wenn du das verstanden hast, dann weißt du, Heilung passiert durch diese Transformation in dieses Bewusstsein, in den Seinszustand, wo ich weiß, dass ich per se sowieso grundlos gut genug bin. Und dann kommt dieses Reverse Engineering, weil mein verdammter Verstand will mich da immer wieder auf falsche Fährten, auf falsche Informationen, auf falsche Zusammenhänge locken, die dann irgendwo vom Hintertürchen wieder daherkommen und sagen, siehste, du bist doch nicht gut genug. So läuft der Hase. Und wenn du es durchschaut hast, du sagst, okay, habe ich durchschaut, läuft wieder, zack, auschecken aus diesem Ego-Design, aus diesem analytischen Design meines Seinszustandes, meines Bewusstseins, auschecken in die Welt der Energie, wo ich einfach nur sage, was will ich haben, wer will ich haben, wie will ich sein und so weiter und so fort. Und dann muss ich wieder den Analytiker füttern mit den richtigen Informationen, nenn es Affirmationen, mit den richtigen Zusammenhängen, mit den richtigen Rückschlüssen, mit den richtigen Annahmen, damit
ich in meinem stabilen Bewusstseinszustand bin. Und wenn ich diesen Prozess mache, manifestiere ich on point. Und das, weil ich in der richtigen Energie bin. Und da kannst du suchen und machen und tun und irgendwelche shiny Angebote annehmen und Strategien und Funnels und was weiß ich nicht was, um irgendwo erfolgreiche Strategien umzusetzen. Wenn du es nicht bist, wirst du es nie komplett sein. Wirst du immer wieder zweifeln, unglücklich sein, Angst haben und damit genau diese Sachen im Außen manifestieren und generieren. Es ist ein Prinzip, du kannst es nicht brechen, du kannst es nur für dich nutzen. Und diesen Weg, diesen Prozess machen wir durch in der Ausbildung zum Master of Inner Healing. Warum? Master of Inner Healing ist nur, wenn du das meisterst für dich und ein Meister bist. Das heißt nicht, dass du keine Ausrutsche haben kannst oder dass du es nicht haben kannst, dass du nicht Fehler haben kannst, aber du musst das Prinzip meistern und nicht sagen, ja, vielleicht ist es doch eine Ausnahme, sondern du musst immer wieder zurückkommen auf dieses Prinzip und lernen, diese Meisterschaft in die nächste Level, nächste Level, nächste Level, nächste Level reinzutragen. Und wenn du das kannst, dann kannst du es auch lehren, dann kannst du auch aus dieser Perspektive mit anderen Leuten sprechen, dann kannst du inspirieren, weil du bist ein Meister. Du hast es gemeistert. Das heißt nicht, dass ein Meister keine Fehler macht, aber ein Meister hat das Handwerkszeug. Ein Meister weiß ganz genau, wie es geht, auch wenn er manchmal scheitert, weil natürlich das Außen zu verführerisch ist. Das teuflische Außen flüstert einem ja immer wieder ins Ohr, bla 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 bla. Und auch der Meister kann vielleicht mal einen schwachen Moment haben und sagen, fuck. Aber der Meister wird immer wieder stark, weiß, wer er ist, weiß, dass er ein Meister ist und macht die Meisterschaft. Und dieser Inner Healing Prozess, das ist einfach die Basis, die deinen Seinszustand im Divine Design hält. Und du kannst suchen, machen, was du willst. Du wirst nichts anderes finden. Du wirst kleine bruchstückhafte Teachings in diese Richtung finden. Ich bin Marktforscherin. Ich habe wirklich gesucht und ich bin niemand, wo die Klappe weit, weit, weit aufreißt und sagt, wow, wow, ich bin die Beste und nichts dahinter. Ich weiß, es funktioniert nur so aus meiner eigenen Erfahrung, aus der Erfahrung von meinen Klientinnen und Klienten. Und das ist der Weg. Und ich biete dir jetzt eine geballte Ausbildung an für 3 Monate, wo du diese Meisterschaft in der Basis nagelst. Und dann kannst du weiter agieren. Dann kannst du im Außen diese Dinge manifestieren, die du haben willst. Dein Business, deine Liebe, deine Beziehung, deine Partnerschaft. Aber diese bruchstückhafte, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen da und dann vielleicht ein bisschen da probieren und da probieren, wenn du die Schnauze voll hast, dann ist das dein Ding, dann ist das deine Ausbildung, dann sind das deine 3 Monate. Wenn du schon so viel ausprobiert hast und hier ein bisschen und da ein bisschen und hier und Access Consciousness und ich weiß es doch alles, ich habe es doch auch alles gemacht, diese ganzen Ausbildungen, aber ich bin nie zu dem Kern gekommen, ich bin nie zu dem Prinzip gekommen, ich bin nie zu dieser Wurzel gekommen, zu diesem, was es wirklich ist, um was es wirklich geht. Und dann wirst du auch verstehen, wie es geht, dass du andere heilst. Dann wirst du diesen Heiler in dir aktivieren, der in dir aktiviert werden will. Was ist denn ein Heiler? Ein Heiler ist ein Manifestor. Ein Heiler ist, der in seinem Inneren einen heilen Zustand nach außen drückt. Das ist es. Und deswegen sind wir alle Heiler. Du kannst machen, was du willst. Ob du den Heiler in dir spürst, siehst, annimmst, ist scheißegal. Jeder, der manifestiert und jeder, der weiß, dass er manifestiert, weiß auch, dass er heilt. Heilen kann, heilen will. Keiner von uns will unheilen. Jeder will die Welt heil haben. Aber ich kann nur heilen, wenn ich mich selber erst in diesen Heilzustand, in dieses Heilverständnis gebracht habe, verankert habe, stabilisiert habe, damit auftreten kann. Und dann kann ich heilerisch wirken. Heilen heißt ganz machen,
Heilen heißt gesund machen. Aber dazu brauche ich ein Standing. Und hier kann ich einfach nur noch sagen, gestern kam die Frage auf, ja, mein Mann ist krank und so weiter und so fort. Was kann ich da machen? Was soll ich ihm da sagen? Im Prinzip muss ich einem anderen Menschen überhaupt nichts sagen, sondern nur ich muss meine Ansicht über diesen anderen Menschen verändern. Und zwar so überzeugend verändern, dass die Energie den Rest macht, die Energie, die ich ausstrahle, weil ich sehe, die heile Version, so funktioniert Heilung. Und mir ist es scheißegal, wenn der andere sagt, bla 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 bla. Und ich sage, I don't care. Ich sehe diese heile Version. Und ich weiß, dass du heil bist und ich weiß, dass dieser heile Seinszustand in dir auch wohnt. Und ich aktiviere diesen in meinem Universum, in meinem Leben. Ich kommuniziere so mit dir, ich sehe dich so, ich spreche so mit dir. Das ist mein Standing, das ist mein Standpunkt. Das ist das, wie Heilung funktioniert. Und die Leute, die quasi als Heiler dir auffallen im Außen, die machen nichts anderes als das. Die sind stur, weil sie das Prinzip verstehen und weil sie deswegen so stur sein können, weil sie sich nichts anderes erzählen lassen, weil sie stur bei diesem Prinzip bleiben. Und so ist der Weg, nicht der Hokuspokus-Weg. Om Shanti, Herr, gib Heilung. Das funktioniert. Vielleicht wird es dir gezeigt von irgendwelchen Heilern, aber letztendlich, was in dem Heiler passiert ist, es gibt nichts anderes als diesen Divine Design kompletten Heilerzustand. Aber das muss ich erst für mich haben, nageln, fixieren, als einzige Wahrheit akzeptieren. Und das braucht Training. Also, wir fangen am 6. Februar an mit der Ausbildung zum Master of Inner Healing. Und egal, wo du jetzt schon bist, als Heiler, als Berater, als Coach, als Mentor, wenn du immer noch mal an dir zweifelst und vielleicht glaubst, dass du nicht gut genug bist, zu wenig weißt, zu wenig kannst, zu wenig Marketing hast oder zu wenig so und so Ausbildung noch hast, dann ist es genau das, was dir fehlt. Weil du kannst nicht genug Ausbildungen, nicht genug Kurse und so weiter und so fort, nicht genug machen, dass dir dieses Inner Healing erspart bleibt. That's it. Du hast immer noch irgendeinen Lebensbereich, der nicht in Ordnung ist und wo du dran knabberst. Und das ist das, was mit Inner Healing transformiert wird, weil dein ganzer Seinszustand wird transformiert. Und du kannst suchen. Du kannst weitersuchen oder du kannst die Abkürzung nehmen. Und dann geschehen diese Wunder, die du möchtest. Dann kommt diese Stabilität, dann geht die Angst weg. Und ich mache das jetzt gerade hier, dieses Live auf meinem privaten Profil. Ich kann dir nur sagen, komm in meine Facebook-Gruppe, kreiere dir ein Leben, wie du es haben möchtest. Da habe ich gestern Abend dieses Q&A gemacht. Da gehe ich ganz, ganz tief in diese Ängste rein und erzähle, was eigentlich hinter unseren Ängsten wirklich steckt, weil diese Ängste blockieren uns. Ängste lassen uns genau dort verharren, steif, wo wir gerade sind. Und auch das ist ein großer Teil aufzuarbeiten in der Inner Healing Ausbildung. Also für dich, für deine Family, für dein ganzes Leben. Inner Healing ist eigentlich das, was jeder machen muss. Das sollte auf jedem Stundenplan, in jedem Kindergarten sollte das schon unterrichtet werden. In diesem Sinne, schreib mir, wenn du interessiert bist. Die Ausbildung ist auf meiner Homepage, mywellfeeling.com, kannst auch gucken. Es ist wirklich nur für die All-In-Geher. Es ist wirklich nur für dich, wenn du sagst, ich brauche dieses letzte Stück.
Ich weiß, dass es das ist. Ich weiß, du musst es wissen, du musst es spüren, du musst wissen, genau um das geht's, das brauche ich. Und dann machst du es auch, dann ziehst du es durch, dann hast du deine Erfolge, dann bist du quasi dort angekommen, von wo aus du eigentlich weitergehen möchtest und dein Leben leben möchtest, aus diesem Seinszustand dein Leben genießen möchtest, deine Liebe genießen möchtest, deine Begegnungen genießen möchtest, das Wetter genießen möchtest, die Natur genießen möchtest, gutes Essen genießen möchtest, deinen Körper genießen möchtest, einfach verdammt nochmal deinen ganzen Seinszustand endlich in ein Level zu bringen, wo nichts mehr fehlt. Nichts mehr. Also, ich hoffe, gedient zu haben und bis bald.